Also wir. Oh, wir sind im Hummermarkt. Eingangsbereich. Erkunde den Hummermarkt. Die Mucke ist wirklich geil. Aufgrund eines vorherigen Vorfalls ist der Hummermarkt vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Hummermarkt. So. Wieder ein schöner Kratzbaum. Ganz toll. Haben wir da? Haben wir da was drin? It's a lock with a coin slot. Ich brauche einen Euro für den Wagen. Oh nein, um da ranzukommen. Oh nein. Oh, scheiße. Ist dann kein Schlüsselanhänger bei, wo so ein Einkaufschip dran ist? Sag mal. Und hier kommen die durch. Looks like it can be cut. PC ist verschlossen. PC ist verschlossen. Mhm. Okay. Oh. Alles muss raus. 50%. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal echt groß aus. Groß und dunkel. Nicht gut. Blöde Kombination. So, finden wir hier noch irgendwas. Aha. Zettel. Meine ich das nur oder wissen diese Türen, wann ich nicht hinsehe? Rufen Sie sofort den Mechaniker für die Türen an. Ich trinke in Papierkram wegen dieser Untersuchung. Anderson. Mr. Anderson. Ah, okay. Tür schließt sich also, wenn wir hingucken, oder was? Scheint so. Na dann. Oh, wir sind drin. Yay. Die Eingangshalle. Na toll. Wie ihr seht, schubse ich gerne einen Großwagen. Das wird ja toll. Das wird ja schau. Oh, Foto. Jawohl. It's a coin slot. No dice. Okay, wir brauchen anscheinend echt immer viele Münzen hier. Aber so eine Fotoboostbox finde ich halt mega cool. Und so mit Freunden unterwegs sein abends und dann in so ein Ding da steht, ist das eigentlich obligatorisch, dass man rumlädt, ne? So, finde ich denn hier, muss ich jetzt hier wirklich in den Wagen nach so einem Euro gucken, oder was? Hummermarkt. Wir haben die niedrigsten Preise, garantiert. Chorizo 42 TV von Shinitsu. Ah, schön. Ach, ein Chorizo-Fernsehen. Wunderbar. Gibt's in scharf und nicht scharf. Ein Jahr Garantie auf alle Elektro-Einkäufe über $100. Bonobo. 27 Zoll TV mit eingebautem Videorekorder. Super Teil, Alter. Sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle schnurlos, Telefone. 20% reduziert. Sehr geil. Sehr geil. So. Hier kommen wir nicht durch. Hat er sich gerade bewegt? Jorge? Jorge? Alter, der bewegt sich doch!
Oder? Der stand doch jetzt gerade noch hier. Und davor stand er hier. Oh. Toll. Ganz schau. So, finden wir hier noch irgendetwas? Nee. Oh, toller Laden. Kantine. Batterie ist schon mal ganz gut. Offiziere! Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Offiziere. Ja, das ist nicht gut. Ines. Fuck, Alter. Okay, ich... Ist ja nirgendwo lang hier. Überall alles zu. Unrealistically durable. Das ist unfassbar haltbar. What? Dave. Wirklich unheimlich. Seit dem Vorfall ist hier ein komisches Gefühl. Irgendetwas geht vor sich. Und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Samantha. Da hinten ist so ein Spiegel. Oh, die ist aus so ein Spiegel wie aus Visage. Ganz schlechte Erfahrung mit. Ganz schlechte Erfahrung mit gemacht. Die Beobachterin zu den Spiegel. Viel übrig. Reflektieren und sehr scharf. Kann ich jetzt mal durchschneiden? Oh, yes. Jetzt kann ich einfach mal durchschneiden. Oh, wunderbar. Los Amos. Sie kann ihren Anblick nicht ertragen. Ich mache ihr da keinen Vorwurf, aber sie muss die Welt eben sehen, wie sie ist. Hilf ihr, darüber nachzudenken. Zeig ihr, was sie sehen muss. Okay. Oh nein, Alter. Nein. Nein, kann ich mich jetzt hier nur... Ach du Scheiße, ich darf die nicht angucken. Das ist so Medusa-mäßig. Okay. Ah, okay. Da sind die Spiegel. Wir müssen Viere noch zerstören anscheinend. Cool, das glowst immer so nach. Ja. Wartung. In den Lüftungsschächten über der Elektronikausstellung gibt es Ratten. Das erklärt den Geruch. Wir können die Ausstellung nicht öffnen, bis alle Lüftungsschächte gesäubert wurden. Zumal sie direkt über der Spiegelfläche sind. Gehen Sie im Kompressorraum im Ostflügel in die Lüftungsschächte und säubern Sie alles. Anderson. Von einer. Okay. Darf ich jetzt hier nicht rübertreten, oder? Muss man jetzt gucken hier, oder was? Da steht was. Not my fault. Nicht meine Schuld. Okay. Oh nein, Alter. Jetzt komme ich überall hin. Oh nein. Oh nein. Oh Scheiße. Ist der blaue? Also diese türkis azurfarbene? Not my fault. Leave me alone. Ja, das würde ich gerne, aber... Möchte ich auch nicht. Oh Gott.
What? Entspann dich doch mal. Da hinten ist er oder was? Okay. Scheiße. Oh, scheiße. Na, das ist ja toll. Das ist ja super. Ganz, ganz toll. Oh, shit, da ist der nächste Spiegel. Aber ist interessant. Ja, hast du nicht die Scherbe davor? Kannst du dich grabbeln? Und hältst du dir die Scherbe vor? Kann sie sich anscheinend nicht angucken. Kann ich nicht angreifen? So würde ich das jetzt mal interpretieren. So, wo ist sie? Kann man sie noch sehen? Da hinten ist sie. Kann ich denn jetzt diesen Spiegel kaputt machen? Nö. Sieht nicht so aus. Kann ich raufschießen? Na, guck dich doch ja nicht an. Okay. Also ich kann den Spiegel nicht zerstören. Was, muss sie auf mich losgehen? Oder? Also der Spiegel ist vorhin durch sie kaputt gegangen, nicht durch mich. Also muss ich sie anlocken, oder was? What? Oh. Wo ist er? Da hinten. Jetzt mach halt schon den Spiegel. Komm, wie muss ich die jetzt hierher locken? Oh, damn. Oh, nee. Das sind noch zwei Spiegel. Kann ich die durch Geräusche anlocken? Musik ist aber auf jeden Fall mega geil. Also, muss ich sagen, so bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht über das Spiel. Was? Es ist zwar wirklich, wirklich heftig gruselig. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so gruselig ist, weil es halt einfach so bunt ist. So, jetzt komm halt her. Wow. Okay. Ich hasse mich. Schlüssel für Ostflügel. Okay, da steht Wartungsflügel Ost. Super. Alles klar. Also sie muss definitiv die Spiegel kaputt machen. Ist das hier mal dunkler oder was? Steckt sie. Wo ist sie? Nicht zu sehen. So, seit dem Moment, Alter, hier stand doch gerade. Oh, ist das fies. Ja, also die Mannequins bewegen sich. Ganz geil. Ich stehe total drauf. Es ist total toll. Super. Wunderbar. Da ist sie. Okay, muss. Sie fühlt sich auf jeden Fall getriggert, wenn ich sie ansehe. Das hat mir jetzt, glaube ich, Leben abgezogen, wa? Kann das sein?
was haben wir hier? Verwende deine Spiegelscheibe, um wichtige Gegenstände ohne Bedrohung zu finden. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Mein Bester. Ist zwar immer noch nicht, was hier so hellblau leuchtet. Als eine Art zwei Fliegen mit einer Münze schlagen, kombinieren wir den Verkauf unserer neuen Postkartensammlung mit unseren frisch geprägten Homa-Art-Münzen. Kunden, die eine bestimmte Menge Postkarten an der Kasse kaufen, erhalten je eine Homa-Art-Münze. Ist das nicht herrlich kreativ? Ihre individuellen Beträge werden unten am Kassenzettel aufgeführt. Postkarten im Angebot, Homa-Art-Postkarte, allgemeine Abteilung bei der Kassen. Icarus Point Postkarte, allgemeine Abbildung bei der Elektronik. Meier Postkarte ist beim Fotoautomat. Ah, okay, alles klar, da findet man die Dinger. Und Elysium State Park Milch- und Fleischabteilung. Ein Gegenstand kann mehrmals gescannt werden. Anderson. Okay. Das heißt also 4 Dollar. Was kann ich machen? It's an item scanner. Nothing. Und da müssen wir das scannen. Okay. Hier haben wir nochmal die Homa-Mart-Karte. Wir sind hier. Und wir haben den Schlüssel für den Ostflügel. Okay. The door to the east wing fits perfectly. Das sieht einfach nicht besonders einladend aus, ihr Lieben. So, hier haben wir ein bisschen Ammo. Und überall 3,99. Okay, hier haben wir einen anderen Preis. 2,50. Also, wenn ich das Schreiben jetzt richtig verstanden habe, müssen wir diese Postkarten suchen. Diese Postkarten können wir hier bei den Kassen benutzen, um dort Homa-Mart-Münzen zu bekommen, die wir wie zum Beispiel für die Fotoboost-Box benutzen können, würde ich jetzt mal sagen. Oder um den Einkaufswagen zu zerren, ich weiß es nicht. Ah, ja hier, hallo, hallo, hallo. Eingangsbereich. Sehr schön. So, eine Münze habe ich noch nicht gefunden. Ich würde mal gucken, ob ich jetzt... Hier hinten war ja quasi die Fotoboost-Box. Postkarte, Meyer Pharmaceuticals. Auf dem Preisschild steht 50 Cent. Alles klar. Okay. Ich will gerne mal wissen, ob die... Was ist der blaue, was ist der gelbe? Komm hier aber nicht rein. Dave. Dave hilft mir mal so ein bisschen, habe ich das Gefühl. lass mich. Okay, alles klar. Schweingart. Easy. Bereich. Knusper. Das nicht. Was haben wir hier noch? Essen. Und. Can't take another bite. Oh, da ist er. There it is. Homa-Mart-Postkarte. Noch eine Postkarte. Schön. Fehlen jetzt noch zwei.
Muss mal ganz kurz schauen. 2,50 $. Okay. Haben wir denn irgendwo... 5 Dollar? It's an item scanner. It's the item scanner. Ah, alles klar, dann hat es so funktioniert. Also wir müssen auf jeden Fall auf den Betrag kommen, der unter dieser Kasse steht. Mit den Karten. Und wenn ich das recht verstanden habe, kann man die Artikel jetzt mehrmals scannen. Super cool. Alles klar. Und jetzt haben wir schon 2 Münzen. Nice! Das muss auch gehen. Damit haben wir die dritte, aber das war hier so ein krummer Betrag, war. 3,99 €. Ja, nee, da fehlt uns ja noch was. Okay, also wir haben 3 Homermarktmünzen. Und könnten, warte mal, hier vorne ist der Einkaufswagen. Jetzt will ich mal gucken, ob der hier passt. Patat. It's a lock with a coin slot. Success. Ja, er passt. Und? Kannst du das jetzt hier wegschieben? Vitalixe. Erhöht deine Gesundheit mit jeder dritten Pille. Ach, cool. Nice. Okay, gut. Na, dann würde ich jetzt mal zur Fotoboostbox gehen. Rückwärts durch. Eingangshalle, Fotoboostbox. Wupp. It's a coin slot. Oh, success. Ein Foto? What? Bitte recht freundlich. Oh. Oh, ist einer hinter mir? Oh. Was? Ah. Dutectinol. Erhöht deine List. Sehr schön. Ja, geil. Kann ich das jetzt hier nicht nehmen? Okay, cool. Eine Münze haben wir jetzt noch. Können wir denn irgendwo diese jetzt benutzen? Oder wir können auch erstmal in den Westflügel. Da hinten ist er. Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne erstmal vielleicht auch noch einen Spiegel kaputt machen. So, den Spiegel hat sie schon gekriegt. Damn. Nochmal, hier bin ich jetzt da. In die Elektronikabteilung komme ich nicht rein. Geradezu komme ich nicht durch. Muss ich jetzt wirklich erst durch den Kassenbereich, um zum Westflügel zu kommen? Wieder. Scheiße. So, aber was ist das hier vorne? Postkarte. Ah. 1 Dollar. Okay, damit komme ich jetzt auch noch nicht weiter. Ich brauche wirklich die für 99 Cent. Anscheinend. Was ist das Blaues hier?
Position. Okay, der ist... So, kurz mal orientieren. Also du bist hier wirklich anscheinend in der Psyche von Virginia? Und die hat's mit Spiegeln, ne? Wir waren ja in ihrer Wohnung, wo alle Spiegel kaputt gemacht worden sind. Wo ist er, 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 wo ist er? Da ist er. Let me go. Okay, da komme ich auch nicht rein, ne? Da komme ich nicht rein. Habe ich das schon gelesen? Halte den Spiegel, schau dir links ins Gesicht. Okay, das ist der Kassenbereich, das ist ein bisschen schlecht. Bloß ab, du! Alter, lauf hier wie scheiß Falschgeld rum. Okay, die Conny ist halt echt runter. Irgendwie müsste ich mal zusehen, dass ich die ein bisschen aufgepimpt bekomme. Hier war der Kassenbereich. So, hier vorne haben wir den Westflügel. Ich würde mir ganz gerne nur noch mal schnell vorher hier vorne was zu essen einpfeifen. Hey, 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 hey. Ohne sowas. Bei mir jetzt nicht drüber. So, okay. Und ab in den Wartungs-Ostflügel, nicht Westflügel. Kann ich das damit? Kann ich auch damit kaputt machen. Na klar, mit einer Glasscherbe zentnerdicke Bretter durchdremmeln. Das ist mein Ding. Safe. Batterien, sehr schön. Unfallbericht des Polizeireviers von Milton Haven. Datum des Berichts 26.03.1997. Zeitpunkt 16.12 Uhr. Ort des Geschehens, Hummermarkt. Ansprechpartner Mr. Anderson Parker. Opfer, Virginia Rule. Adresse 15 Walden Avenue North, Geschlecht weiblich 25, Geburtsdatum, naja, 72er Baujahr. Schilderung. An einem Mittwochnachmittag erhielt das Polizeirevier einen Anruf von Mr. Anderson Parker, dem Manager des Hummermarkts. Er meldete eine völlig verstörte Frau, die schreiend diverse Gegenstände im Laden zertrümmerte. Einsatz schickte ein Team. Okay. Wo ist der Telefon? Hier ist der Telefon. A distraught woman, they called her. Quite the way to say she was out of her mind. You could have helped her. You knew how. But you were too busy looking at her scars, weren't you? Ein Safe? Okay, leider die Kombination nicht. Von daher, schlecht. So. Taschenabnehmer mit. Was haben wir hier? Ich frage mich, was er zu verbergen hat. Ein genauerer Blick in den Spiegel könnte seine Sucht zeigen. Versuche nur, seine Sucht nicht zu deiner zu machen. Kryptisch. Überwachungsraum. Hier noch. Gott sei Dank gibt es jetzt CCTV. Ich kann damit nicht nur Ladendiebe in Flagranti erwischen, aber dank meines kreativen Intellekts vergesse ich nie wieder den Zugangscode zu meinem Tresor, der eingebettet ist.
versteckt durch die Linse der Sicherheitskamera. Großartige Leistung, Anderson. Großartig. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Stift und Haftnotizzettel. Ein Haufen Haftnotizen finden. Dein Stift, keine Ahnung, was ich damit soll. Okay. Ja, schreibst du jetzt mal ein paar. Ah! Fear I smell. Oh! Oh, der Penner! Der Penner! Alter! Oh. There's no power. There's no power, ja. Was war denn das gerade? War das der Typ vom Telefon? Stimme war gleich.